Einfach mal aussteigen, sich einen Lebenstraum erfüllen. Wer hätte diesen Gedanken nicht schon mal gehegt? Freya Skoda, die wir Ihnen gleich vorstellen werden, hat das getan. Und sie ist vor 30 Jahren aus Deutschland hierher gekommen, in die Region Bern, und hat begonnen, Wein anzubauen, gemeinsam mit ihrem Mann. Dieses wunderbare Haus restauriert, und das schauen wir uns jetzt mal alles an. Was heute auf gut 5 Hektar wächst und gedeiht, war vor 30 Jahren gar nicht da. Freya Skoda und ihr Mann Patrice fingen buchstäblich bei Null an. Grand und Petit Mansart heißen die Rebsorten, die hier im regenreichen Klima zwischen Atlantik und Pyrenäen von Hand geerntet werden. Maschinelle Hilfe ist für den Girasson-Wein verboten. Es ist hier sehr naturbelassen und wir machen ein Produkt von A bis Z. Und wir teilen das mit den Leuten, die zu uns kommen. Und Wein ist in dieser Hinsicht eines der schönsten Produkte, die man herstellen kann. Der lehmige Boden in Kombination mit dem milden Südwind ab September versorgt die Trauben mit der nötigen Süße. Und dann der Name, Domaine de Cabarouille. Cabarouille, so nennt man in dieser Gegend den Bartgeier. Von 200 Paaren in Europa leben 80% hier in der Gegend. Ein Wein also, der Süßweinkenner schweben lässt. Also, Freya, da wollen wir natürlich auch mal ein Stückchen probieren. Wie sagt der Franzose beim Anstoßen? Santé, ne? Ja. Santé. Also, Santé.